Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Ihr seht es schon, wir haben bestes Wetter mitgebracht. Heute wird wieder geballert, denn es ist Besuch da und zwar aus Österreich. Ich habe gehört, wir werden heute was mit Kennzeichen machen und zwar Mainz komplett vergewaltigen, denn... Oh, die ist ganz schön wackelig hier, ne? Muss man aufpassen, nicht, dass sie umfliegt. Schaut mal hier, komm mal mit. Wir haben in der Tat eine Aluminiumplatte hinter das Kennzeichen geballert. Gruß geht raus an Niklas Wetterhahn, denn beim letzten Mal ist das Ding ja in Monaco schon fast in 1000 Teile geflogen und jetzt haben wir offiziell die Freigabe, das Ding hier komplett zu vernichten. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf. Doch, bevor wir anfangen, haben wir noch was anderes vorbereitet. Komm mal rüber. Weil wenn Marius da ist, müssen wir natürlich auch den Peugeot Speedbike rauspacken. Deswegen hier 100% legal, vielleicht bis auf die Spiegel hier. So, du wirst den wheelen durch den McDrive. Ich werde es versuchen, ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, nicht lange schnacken, wir legen los. Ich bin hyped, 3:1. Let's go. Alright, Freunde, wir sind ready. Vico ist mittlerweile hier auch am Start, hat seine KTM EXC eingeladen. Er wird uns gleich auf jeden Fall joinen und dann ballern wir hier wie die Geisteskranken im Industriegebiet, haben wir gerade festgelegt, gell? FE ist ausgeladen, wie ihr sehen könnt, und der Speedfight wird jetzt gestartet. Ich habe richtig, richtig Bock, Freunde, das wird so witzig. Stellt euch das bitte vor, Marius auf dem Speedfight im Wheelie durch den McDrive. Also wie behindert kann es eigentlich noch werden? So, starten wir das gute Ding mal. Ah, da summt er. So, jetzt direkt im Vergleich, FMF. Boah, ja, Mann. Ich liebe diesen Auspuff so sehr. Das Einzige, was das wirklich noch toppen könnte, und ich will unbedingt einen haben, der blaue FMF mit Carbonendkappe. Ich will einen haben, aber Lieferzeit ist, glaube ich, bis nächstes Jahr Februar oder so. Das heißt, da muss ich mich noch ein bisschen gedulden. Hier und da kommt noch ein bisschen Carbon. Zum Beispiel hier die Abdeckung, die habe ich oben liegen. Die kommt noch dran. Aber ansonsten, Digga, was soll ich sagen? Ich bin einfach so happy mit dem Bike. Okay, bist du bereit? Ja, Mann, dann lass mal zum McDrive. Bro, der ist doch noch kalt, Mann. Der muss ja erstmal warm laufen. Die ganzen Komponenten sind doch noch kalt. Was macht der denn da? Marius! Digga, der Motor ist doch noch kalt, oder? Warte mal bis zum McDrive, mein Lieber. Und dann machen wir ein paar Wheelies, ja? 2 Grad, das Wetter ist absolut beschissen und er hat den Spaß seines Lebens auf dem Peugeot Speedfight. Oh, wirklich, ey. Also wir haben gerade schon off-camera, als wir hingefahren sind, gesagt, 2022, wir werden so krasse Trips machen. Wir werden zusammen nach Schweden fahren. Wir werden zusammen nochmal nach Nizza fahren, beziehungsweise Monaco. England habe ich auch Bock drauf. Also wir werden richtig, richtig krasse Trips machen. Marius und ich, dann ohne Speedfight sehr wahrscheinlich, aber dafür beide auf der Husqvarna FE unterwegs. Und wir werden wheelen bis zum Gehtnichtmehr. Ja, hier rechts. Hier, hier, ja. Guck mal hier, hast du das schon mal gesehen? McDonald's Lieferservice, elektrisch. Freunde, habt ihr das schon mal gesehen? McDonald's Lieferservice komplett elektrisch? Wie verrückt ist das denn? Geht doch. Hä, wer ist denn jetzt dran? Ich hab's verpeilt. Oh, perfekt. Der ist wohl ein bisschen zu weit gefahren hier. Hallo? Jetzt bin ich taub. Kannst du irgendwas empfehlen? Irgendwas Geiles, halbwegs Gesundes? Salat. Außer Salat. Die Maggi-Wings sind lecker. Ja, dann nehmen wir die mal. Ach, sonst noch einen Cheeseburger und einen Chickenburger, bitte. Oi, 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 oi. Oh, Scheiße. Bitte? Ich bin hier noch ganz sauber. Ich bin hier fast taub. Ja, aber das war dann mein Motorrad. Mir scheißegal. Aber das soll uns nicht den Tag verderben, wenn andere so einen Stock im Arsch haben. Wir machen ja auf jeden Fall weiter. Packen jetzt mal hier unser Food. Zack, einmal in den Speedfight. Das ist wirklich geil, Freunde. Egal, wie viele Cheeseburger ihr bestellen wollt, hier gehen auf jeden Fall 30, 40 oder 50 rein. Und da könnt ihr wirklich für die ganze Mannschaft Fressalien besorgen. Macht die Klappe wieder zu und dann zack, geht's auch schon weiter. Ja, Mann, zieh durch, zieh durch. Was geht, Digga? Geile Weihnachtsmütze, Mann. Ey, Bro, du hast schon dran gedacht, ne, dass das Essen im Trunk ist. Ach so, fuck. Ja. Ey, Digga, hoffentlich ist es noch heile. Buttermilch Ranch Drip. Okay, Freunde, also wir essen das jetzt schnell auf, stärken uns ein bisschen und dann geht's hier auf die Supermodus. Ich meine, schaut euch das an. Husqvarna FE501, 450 hier, auch mit Acra-Anlage von Marius und natürlich die KTM EXC von Vico. Es kann eigentlich nur asozial werden, oder, wenn ich mir die Bikes hier so ansehe. Ich freue mich drauf, das wird ein toller Tag. Weißt du überhaupt, was heute gemacht wird? Du warst ja vorhin noch nicht da, als ich mein Intro gemacht habe. Erzähle ich dir. Und zwar hat Niklas mir eine kleine Aluminiumplatte hinter mein Kennzeichen geballert. Sprich, ich werde heute mein Kennzeichen sowas von vergewaltigen. Ich hab so Bock, ey. Oh, es ist rutschig, Alter. Junge! Mal gucken, ob es durchdreht. Ja, doch, dreht durch.
Okay, wir müssen, glaube ich, hier rechts, Bro. Ja. Ja, hier. Alter, okay. Schwede. Lass das mal gleich abchecken. Ich sag aber mal eben hier den Hundebesitzern Bescheid. Warte mal. Was ist mit dem Hund, Digga? Ich wollte nur kurz Bescheid sagen, wir fahren da hinten mit dem Motorrad. Sie liebt das. Das ist das Größte für sie. Motorräder? Ja. Echt? Ja, hallo? Du magst so Motorräder? Guck mal, der Autofahrer kommt gar nicht klar. Was passiert hier? Erstmal überfahren, richtig. Oh. Oh, die beißt mir in den Schuh. Ich komme hier nicht durch. Jetzt ist er hier an der Schranke vorbei. Oh, ah, jetzt habe ich mein Bike abgewürgt. Oh, unangenehm. Mensch. Meine Kupplung ist immer noch gar nicht warm. Oh, da ist er wieder. Achtung, Achtung, Achtung. Der Hund ist da nicht, dass er die Klappe hat. Geil, Mann, guck dir das mal an hier. Our own private Sunspot. Der Hund ist so witzig. Oh, schön Circle hier rechts rum raushauen. Man muss ein bisschen aufpassen. Der Untergrund ist auf jeden Fall nicht 100% griffig, aber es geht. Ja, muss er aufpassen. Ich muss jetzt eigentlich mal mein Kennzeichen schleifen, oder? Deswegen sind wir ja hier. Ich check mal den Winkel, ob der ganz geil ist. So, eine Sekunde. Biegen wir mal leicht vor, damit es auch wirklich hinten mit der Aluplatte schön aufsetzt. So. Ja. Ja, ich glaube, jetzt haben wir einen guten Winkel. Wollen wir das mal probieren? Hä? Es war irgendwie total leise. Alter, Junge, was denn jetzt? Hier, guck mal, ich habe wieder so eine Kennzeichenrolle fabriziert. Boah. Du hast ja, glaube ich, gerade dein Heckrahmen gebrochen oder so. Echt jetzt? Gar nicht gut aus. Fuck, Alter. Also, offiziell habe ich wohl gerade meinen Heckfender hier gebrochen. Ach, du Scheiße. Ach, du heilige Mutter Gottes. Das war wohl ein bisschen zu viel Belastung. Also die Konstruktion von Niklas hat gehalten, so viel muss man sagen. Aber das ist natürlich jetzt gar nicht geil. Also wenn das ganze Ding hier abbricht, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem. Oh fuck, Mann, ich vergewaltige meinen Heck einfach zu 100%. Oh scheiße, den ganzen Halter hat es jetzt hier hochgewogen. Und ich schleife hier unten die Schraube, glaube ich, die ganze Zeit. Genauso muss ein Kennzeichenhalter aussehen, ich sage euch das. Genau so. Viele fragen mich ja immer damit, warum hast du denn eigentlich keinen Reflektor hinten dran? Naja, also ich habe immer einen dran, nur leider hält er nicht sehr lange. Oh, Junge. Das war mal locker, ich glaube 5 oder 6 Kennzeichenschleifer. Ganz, ganz wild. So, versuchen wir mal eine 8. Oh, Junge, ey. Geil, Mann. 2,8, glaube ich, geschafft, wenn ich richtig gezählt habe. Richtig, richtig gut. Ich freue mich so sehr auf 2022, wenn wir alle gemeinsam wieder eskalieren in allen Ländern, worauf ich richtig Bock hätte. Ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, Schweden, das Supermeet, wo wir mit 100, 200 Supermotos einfach über die Landstraße geballert sind. Alle im Wheelie, wo dann der eine Polizist kam und einen rausziehen wollte. Der hat den wirklich gejagt. Und die ganze Gruppe hat den einfach gedeckt. Also der Polizist kam nicht durch die Wand von den Motorradfahrern durch. Das war göttlich. So eine Szene, das war wie aus einem Hollywood-Film. Das habe ich auch nie wieder danach erlebt.
Also kleiner Tipp an der Stelle, so könnt ihr wirklich überall ein Wheelie machen, egal ob die Straße nass ist oder sogar auf unbefestigter Straße, benutzt extrem viel Kupplung im Wheelie. Also stetig schleifen lassen und sogar zwischendurch immer wieder komplett ziehen und dann immer nur ganz leicht das Gas erhöhen. Gar keine Schübe, nicht ruckartig die Kupplung loslassen und so könnt ihr den Wheelie, ohne dass das Rad durchdreht, komplett durchziehen. Also kein Scheiß, das ist ganz crazy. Stand-up Circle. Ja, Mann, der war solide. Kennt ihr das, wenn jemand anders auf eurer Maschine sitzt? Ist irgendwie immer ein bisschen merkwürdig, oder? Ja, Mann. Ja, Freunde, ich würde auch sagen, an der Stelle machen wir Schluss. Das war ein sehr, sehr cooles Video. Mal wieder, wir haben viel Action gehabt im McDrive. Eskalation mit dem Speedfight. Dann hatten wir hier die verrückten Hunde mit der wirklich coolsten Hundebesitzerin ever. Wenn die Dame das Video hier durch Zufall sieht, wirklich... Gruß geht raus, bleib so wie du bist, absolut coole Einstellung. Mario stuntet hier auf meiner FE501 noch weiter. Vico versucht irgendwie Grip zu bekommen mit seiner KTM XC. Ein herrlicher Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Checkt den Merch ab, in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder, wenn es wieder heißt, geht steil!